Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Keine Angst, heute nicht in der regulären Explorer Anaconda auf dem Account 2 unterwegs, sondern auf dem normalen Account. Und ich hatte gerade schon eine 18-minütige Aufnahme hinter mir, bis der Rechner abschmierte und die Datei leider dann doch komplett im Arsch war. Ja, deswegen muss ich jetzt nochmal versuchen, alles Mögliche zusammenzufassen. Und zwar war ich beim Ingenieur in Kuhn mit samt Frameshift-Antrieb, Pimpen und so weiter. Und wir hatten... Oh Gott, wie fange ich jetzt an? Wir hatten, Moment, zeige ich mal auf, bei ihr, hier, bei Elvira Martuk, sind wir jetzt schon Rang 4. Grad 4 haben wir freigeschaltet, ich habe hier auch einen Bauplan gepinnt, und zwar wäre das der 5er für die optimierte Masse. Und dafür bräuchten wir dann magnetische Emitterspulen. Und diese könnte man wohl im Asgar-System auf der Steiner Plattform kaufen. So, und da wollte ich jetzt eigentlich gerade mit euch hin. So, mehr gleich nochmal zu den Ingenieuren. Und ich habe noch einiges anderes erzählt. Das kotzt mich gerade ein bisschen an, dass die Datei im Arsch ist. Wir waren da halt, das ist verkehrt, da fehlt ein G. Ach Mann, das ist immer ärgerlich. Ich, keine Ahnung, was los war. Das nervt dann immer ein bisschen. So, Steiner Plattform. Schauen wir nochmal, ob wir die irgendwo finden. Ach, Moment. Das wird hier einer von denen sein. Auch nicht? Ach, hier. Doch. Na. Die große Basis. Na, komm schon. Es geht manchmal nicht. Ne? Habt ihr das auch? Jetzt geht's. Nochmal neu auswählen. Das sind bloß noch ein paar. Warte mal. Kann sie mal ganz kurz zeigen in der Übersicht. So. Hier ist Kuhn. Von da sind wir eigentlich gerade gestartet. Und jetzt hier hinten. Hier ist Asgard. Das sind bloß noch irgendwie 6 Sprünge oder so. 7 Sprünge. So, und gerade während des Sprungs, da hat sich dann alles verabschiedet bei mir, inklusive Aufnahme. So, jedenfalls, Grad 4 haben wir freigeschaltet. Wir hatten den Antrieb nochmal leicht gepimpt mit Kohlenstoff bei unserer ASP hier. Und was hatten wir noch gemacht? Den Schildgenerator, dem habe ich irgendein nochmal was verpasst, dass der ein bisschen eine bessere Intaktheit oder bessere Abwehrkräfte gegen thermische Ladung hat, also gegen Energiewaffen. Und... den Frameshift-Antrieb, den würden wir dann direkt den 5er Grad pimpen. So, und eigentliches Ziel war jetzt, oder wie wir auch auf Rang 4 noch gekommen sind, ich hatte die Explorer-Daten dort bei ihr verkauft. Das kann man bei ihr machen, und zwar waren das ziemlich genau 500.000. So, wir waren Rang 3 mit 2%. Ich habe die beiden Seiten, was dann halt gerade mal 500.000 waren, abgegeben. Und dann waren es aber plus 19%. Und ich dachte mir, oh Gott, das ist aber wenig, aber nach so... 1,5 Minuten oder 2 Minuten ist es dann auf 91% gesprungen. Also das dauert anscheinend immer ein bisschen, bis das dann auftaucht. Und hier können wir nichts scannen. Und habe dann noch 3-4 Mal den Antrieb gepimpt. Da gab es jeweils 3% bei Rang 3 und sind jetzt auf Rang 4 somit gekommen. Und jetzt gibt es da noch was Neues, was auch in der Beta 2.2 wohl jetzt gerade der Fall ist. Für die Explorer, da wird sich ein klein bisschen durch die Scanner was ändern. Die meisten haben das wahrscheinlich schon mitbekommen, die da interessiert sind. Und da schauen wir uns gleich mal an, wenn ich hier was scannen kann, wenn ich jetzt auch ein paar landbare Planeten habe. Denn neu ist es ja, wenn wir die in der Systemübersicht sind und uns mal so einen landbaren Planeten anschauen in der Beta 2.2 und wir reinzoomen. Ah ja, super, 48 Objekte, nice. Okay, dann können wir das machen. Wenn wir uns die Systemkarte jetzt angucken. So, genau, dann haben wir ja hier diese Sachen, ne? Die sehen wir so in der Beta 2.2. Drehen sich dann auch die jeweiligen Sachen schon in der Übersicht. Das ist hier noch nicht der Fall. Und wenn wir jetzt hier auf die Planetenkarte halt gehen oder direkt reinzoomen, ist hier das Gitternetzmodell. So, und in der Beta 2.2 ist es ja so, dass dann auch hier wirklich detailliert die exakte Oberfläche des Planeten angezeigt wird. Und das ist wohl jetzt dann erst der Fall, wenn der Planet auch detailgescannt wird. Erst dann wird wohl auch hier die detaillierte Oberfläche angezeigt, sprich die Topografie. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. In der Übersicht sieht man das nach wie vor immer noch. Dürfte das gleich bleiben. Und nur wenn man dann reinzoomt, sieht man dann halt wirklich erst, wie die genaue Oberfläche aussieht, wenn der Detail gescannt wurde. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Vielleicht drehen sie dann nochmal so ein bisschen was am Preis, dass da nochmal ein Tick mehr vielleicht rausspringt für so ein gescanntes System. Wenn man das vielleicht auch mal komplett scannt. Das wäre eigentlich eine Sache, die
wünsche ich mir schon lange ein komplett gescanntes System ab, ich sag jetzt mal, ab 5 oder 6 Objekten. Ne, bloß ein Sternscan, der dann auch als komplett gescanntes System zählt, wäre natürlich sinnlos. Aber das wäre halt eine super Sache, wenn da nochmal so ein kleiner Bonus dann dazu kommt. Weiß nicht, wie einfach oder schwierig das umzusetzen wäre für Frontier. Keine Ahnung. Wäre aber eine gute Idee, die dann vielleicht irgendwann mal dazu kommt. So, dann hatte ich noch gemutmaßt, wie auch einige andere im Forum, dass eventuell, vielleicht wenn wir Glück haben, diese Woche Mittwoch, Donnerstag, also heute oder morgen in dem Fall, schon das neue Update kommen könnte. Höchstwahrscheinlich dann vielleicht nächste Woche. Ich habe ja auch gesagt, eventuell Mitte, Ende Oktober. Im November glaube ich es eher nicht. Also ich rechne schon mal damit. Ah ja, hier kann ich auch wieder nichts scannen. Das kennen wir auch alle schon. Gut. Weiter geht's. Wie viele Sprünge sind das denn noch? 4 bis nach Asgard. Und da können wir halt die Sachen schon mal kaufen vor Ort. Um dann später Rang 5 zu machen. Und ich wollte eigentlich auf dem Weg dorthin und auf dem Weg zurück noch so ein paar Objekte hier scannen, damit wir wieder Daten haben dort zum Verkaufen. Dass wir direkt im Rang noch ein bisschen steigen können. Also ich denke mal, so eine 750.000 an Scan-Daten müsste man jetzt bestimmt abgeben, um auf Rang 5 zu kommen. Oder vielleicht sogar eine ganze Million. Keine Ahnung. Tja. Gut, jedenfalls werde ich gleich nochmal einen kurzen Cut machen, jetzt wo ich das alles nochmal schnell zusammengefasst habe, was eigentlich in den 18 Minuten schon passiert ist, die ich da aufgenommen hatte. Ah ja, das kennen wir auch schon. Und deswegen mache ich mal einen ganz kurzen Cut, das kriegt ihr gar nicht mit. So, weiter geht's schon. Gut. Okay, wie war das jetzt noch? 3 Sprünge. So, dann kaufen wir uns bei ihr mal. Ach genau. Machen wir gleich die magnetischen Emitterspule. Versuchen wir die dort mal zu kaufen. Der wurde freigeschaltet, Zacharia Nemo. Und Marco Quent, der macht Kraftwerke und Energieverteiler, finde ich super. Eine gute Kombination. Das Problem, muss ich euch gleich zeigen, wenn der Sprung vorbei ist, kommen jetzt gerade nicht auf das Interface. So, das Problem ist, dass wir zudem erst... Ach super, hier kann ich scannen. Moment, dann nehmen wir den Stern mit, der bringt ein bisschen Geld. So. So, das Problem bei ihm ist aber, sie erhalten Zugang zu Marco Quent, weil sie vom Sirius-Konzern eingeladen wurden. Das heißt, das System Sirius an sich ist ein System, wo man nur mit Einladung reinkommt. Und die bräuchten wir halt. Ich habe aber keine Ahnung, wie man die bekommt. Hier daneben direkt Sol. Moment, wer treibt sich denn in Solrun? Kommandant Dan Cooper. Okay. Jedenfalls Sirius direkt hier daneben. Und ich vermute mal, dass man vielleicht, also hier unten, das ist ein Spektralklasse A Stern. Deswegen wird er hier gerade nicht angezeigt, Sirius. Wie man da halt reinkommt, weiß ich nicht. Wenn da von euch jemand eine Ahnung hat, wie man das am besten bewerkstelligt, dass man da Zugang erhält, dann wäre ich über die Info sehr froh. Schade, hier können wir nichts weiter scannen, der Rest ist, lohnt sich nicht. Denn die bräuchten wir. Denn das ist eine Sache, die wünsche ich mir schon lange, dass wir dann auch endlich das Kraftwerk, gerade bei der Korvette, gerade bei Kriegsschiffen oder bei Kampfschiffen, Kriegsschiff klingt so furchterregend. Gerade bei Kampfschiffen ist es ja so, dass das Kraftwerk wirklich am absoluten Limit immer arbeitet. Da ist nie viel Platz, da ist immer viel mehr drin, als das Kraftwerk eigentlich verarbeiten kann. Hier mit Abschalten und Prioritätenliste und hast du nicht gesehen. Das wäre halt eine super Sache, das Kraftwerk. Und dafür bräuchte ich aber Zugang zum Sirius-System. Meine Meinung oder meine Idee wäre jetzt, dass wir in der Nähe vom Sirius-System und einem der umliegenden Systeme da irgendwo vielleicht Missionen fliegen können, um da reinzukommen. Weiß ich nicht. So, warte mal. Hier könnte ich doch auch nochmal scannen, ne? Das war doch alles neu. Oh, ach, guck mal hier. 33, davon 31 erdähnliche Planeten. Nö. Keine. Nun denn. So, weiter. Letzter Sprung. Dann gucken wir mal auf die Steiner Plattform. Und kaufen uns davon ein paar von den Dingen.
Dann hatte ich zwei Ideen, was wir eventuell noch machen können. Entweder wir fliegen ja wieder langsam zurück oder wir gucken, was es hier so für Aufträge gibt, die wir eventuell mit der ASP nochmal machen können. Um vielleicht noch an andere Sachen zu kommen, die wir brauchen. Oder halt... Naja, wir pimpen auf jeden Fall erstmal, würde ich den Zugang 5 jetzt klar machen wollen mit der ASP, dass wir einmal wenigstens die Sprungreichweite der ASP richtig schön aufwerten können. Also jetzt lasse ich gerade den Scanner durchlaufen, einfach weil ich es gerade gewohnt bin von der anderen ASP, die irgendwo da hinten im Milchstraßenband umherschwirrt. Die hat sich seit der letzten Folge keinen Meter bewegt, da hatte ich einfach keine Zeit mehr. Aber die setzt sich wahrscheinlich nach der Aufnahme, muss ich noch ein bisschen Nomad Sky aufnehmen und dann werde ich die noch mal ein bisschen in Bewegung setzen. So, na dann schauen wir doch mal. Ich cutte das jetzt alle paar Minuten mal, nicht dass wieder was abschmiert und ich habe dann bloß eine fehlerhafte Datei. Bis gleich. So, geht immer sehr schnell. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, das hat schon viel mitgemacht, muss ich dazu sagen, dass mein Netzteil im Rechner eventuell nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Das werde ich wahrscheinlich jetzt demnächst mal ersetzen, irgendwie diese nächste Woche. Könnte sein, dass das unter Umständen auch Probleme verursacht. Oder die Soundkarte, die drin ist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder beides zusammen. Ich vermute ja fast beides zusammen. So, wer ist denn hier alles online? Gut. Oh, erstmal ab hier. Na, also zurzeit ist wieder so eine... Hat man viele, ich nenne es jetzt mal Baustellen im Spiel, die man so abarbeiten möchte. Hier ein Zugang zum System für den nächsten Ingenieur. Dann... Ja. Ja, danke. 1-5, okay. 15, wie man hier bei uns sagt. Ja, also ein paar Baustellen halt hier mit der ASP, dann ein bisschen rumfliegen. Erstmal gerade 5 freischalten, die ASP erstmal ein 5er Upgrade verpassen, dann die Corvette auf jeden Fall noch weiter abarbeiten und dann mit dem anderen Account die andere ASP zu Jacques Station erstmal bringen. Und wie gesagt, das mache ich dann nachher noch, wenn das hier alles rendert und hochlädt, da kann ich da ein bisschen rumspringen, das macht dann nichts. Und, ach hier, Licht wieder anschalten. Und dann kommt ja bald im Laufe der Zeit sogar noch Guardians dazu, 2.2. Was für mich ja dann hauptsächlich auch mit den Transportmissionen erstmal interessant ist. Die Fighter, muss ich mal gucken, wie ich das dann in der Corvette bewerkstellige. Ich habe gelesen, die sollen mit dem neuesten Update ein bisschen an Dummheit dazugewonnen haben, die KI-Piloten. Oh, Fahrwerk. Jo. Dass die KI-Piloten gerade nicht so auf der Höhe sind und gerne mal das eigene Schiff, wenn sie das steuern, gegen den Baum setzen, wie man so schön sagt. So, dann gucken wir doch mal, ob es die Teile hier gibt. Ich muss noch mal nachschauen. Mein Kurzzeitgedächtnis ist den ganzen Tag schon auf Null. Magnetische Emitterspulen. So. Die hätte ich jetzt gern gekauft. So, was haben wir auf dem Weg hierher gescannt? 55.000, oh, das geht ja. Hier, ne? Die 19.000. Dann die 22.000, das waren die Systeme mit jeweils 33 und 45 oder 48 Objekte jeweils und halt den Stern dazu gescannt, die anderen bloß mal so vorbeigeflogen. Hier war bloß der eine Stern. Das war, glaube ich, direkt der erste Sprung, den wir gemacht hatten oder der zweite oder so. So, magnetische Emitterspule. Ah ja, hier. Oh, die haben bloß nur 6.000. Ach Gott, die sind aber günstig. Also wir haben, Moment, müssen wir jetzt mal gucken, 72 Plätze, Frachtkapazität frei. Entweder, wir schauen erstmal in das schwarze Brett, was wir noch so brauchen oder was es hier vielleicht noch so gibt.
Wie gesagt, das hier ist Rang 5, ne? Also wir sparen auf Rang 5, um das dann direkt machen zu können. Arsen hätten wir, chemische Manipulatoren hätten wir und FSA-Datencatch-Ausnahme, das ist mit einem Sogwolkenscanner aus Hochenergie-Sogwolken aufgezeichnet. Ja, das kriegen wir auch hin. Da müssten wir vielleicht, chemische Manipulatoren gibt es wo? Halt. Schiffskomponente, die auf den Transportschiffen zum Einsatz kommt. Ah ja. Na gut, das sind 5 Stück dabei. Das müsste reichen, oder? Wenigstens die ASP und die Korvette einmal. Dann halt, wie gesagt, plus die FSA-Datencatch-Ausnahmen. Das könnte man wieder in Sol machen. Nicht in Sol. Vergesst das. In der Founders World. Dort im Open, da ist immer so viel los, da gibt es so viele Sogwolken. Da hatten wir doch mal die Diamond Back irgendwas gebaut, die da einfach bloß ein bisschen hochscannt rumscannt und die Daten dann sammelt. Hochenergie-Sogwolken, die müsste es dort eigentlich geben. Da würde ich erstmal noch doch noch keine kaufen. Aber gut zu wissen, hier gibt es genügend auf Vorrat. Oh, jetzt ist das hier weg. Gut, da schauen wir hier mal in das schwarze Brett. Vielleicht finden wir noch irgendwas anderes. Gelenkmotoren. Haben wir 3 noch dabei? Das ist für die Multikanonen. Das brauchen wir für die Multikanonen. Jetzt gehe ich hier schon wieder rein. Für Blaster McQueen, da hatten wir ja. Genau, Rang 3. Das ist auch der Rang 3 Bauplan, der hier drin ist. Also wie gesagt, das könnten wir zweimal machen, weil wir bloß einmal elektrochemische Detektoren dabei haben. Das könnten wir zumindest zweimal machen mit der Korvette. Für beide. So, jetzt schauen wir aber hier nochmal endgültig rein. Auf jeden Fall freue ich mich dann auf den Beluga-Liner, wenn wir uns den dann kaufen können. Und damit ein bisschen rumexperimentieren. Ich werde vielleicht nächste Folge nochmal aus der Beta was zeigen. Das dürfte es hier zumindest, wie ich weiß, noch nicht geben. Was gibt es denn hier? HN-Dämpfer-Aufhängung. FSA-Datencatch-Ausnahmen. Oh, das ist ja super. Ey, das brauchen wir. Hey, geil. Ja, nice. Materialbelohnung. Was müssen wir machen? Coltan. Ey, geil. Das machen wir. Das müssen wir ja herliefern. Gibt es noch ein paar andere Sachen dazu? Was gibt es denn hier noch? Energienetzgruppe. Boah, hier 13 Aufgaben. Mikrocontroller. Scannt Datenbanken unter Verschluss. Offene symmetrische Schlüssel. Nano-Zertrümmerer. Verstärkte Trägerplatten 4. Das war's. Hier ist noch eine. Okay. Also suchen wir mal nach Coltan. Ha, gar nicht gemerkt, ne? Wieder ein kleiner Cut drin gewesen. So, dann wir starten schon mal, gucken mal in der Zeit, wo wir Coltan herkriegen. Das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Ja, doch Zugehörigkeit. Medikamente, das kommt weg. Das kommt weg mit. Ist das Metall? Coltan? Kobalt? Tantal? Wieso habe ich denn Tantal drin? Was ist das ein Mineral? Ist das ein Mineral? So, hier von Kolando, da gibt es irgendwo was. Könnten wir die Daten kaufen? Nö, da springen wir selber hin. Das scannen wir selber. Na komm, das machen wir heute noch. So, kommt jemand? Nö, wa? Das ist eh schon zu schnell. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was es ausgemacht hat. Wir hatten den Antrieb gepimpt. Wie gesagt, plus Rang 1 war das. Jedenfalls können wir jetzt im Boost 300. 349, 350. Ich weiß nicht, wie schnell wir vorher mit der waren. Kann sein, dass es ein bisschen mehr geworden ist. Ist jetzt auch bloß, was ist denn hier für ein. Doch, hier hatte ich, glaube ich, einen guten Antrieb drin. Wo ist er denn? Schubdüsen. A4. Jo.
Ja, worauf ich mich auch freue bei 2.2 ist dann der neue Hyperraumsprung. Der sieht meiner Meinung nach auch ein bisschen gewaltiger aus. Ich finde, also so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, ich schalte da nochmal die Beta 2.2 rein, dass es da alles ein bisschen großräumiger irgendwie wirkt während des Sprungs. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber so kommt es mir halt vor. Also so vier nahe Objekte, der Stern plus ein paar Asteroiden. Und dann werden wir das wahrscheinlich von hier bekommen. Super, wir lassen den noch kurz scannen. Clifford Terminal, gut, ist auch der einzige Posten. So, das Ding ist hier vorne gescannt. Düsen wir dahin die paar Lichtsekunden und dann besorgen wir uns, wie viel wollten die haben? Das war gar nicht so viel, ne? 22, 27 Einheiten. Das ist super, FSA Datencatch-Ausnahmen. Hey, klasse, da haben wir aber Glück gehabt. Das ist ja super. Vielleicht, na doch, entweder wir finden nochmal, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das direkt bei einer Mission bekommen. Entweder wir finden da nochmal welche, per Mission. Vielleicht ja auch ein paar chemische Manipulatoren, aber da haben wir ja 5, das ist okay. Wenn wir so Datencatch-Ausnahmen, das wäre klasse. So, mal ein bisschen Schub geben. Ach genau, da kommen ja auch die anderen Stationen, also die anderen Stationen ist jetzt vielleicht verkehrt ausgedrückt. Da kommen ja die Änderungen an den vorhandenen Stationen dazu. Drücke ich es mal so aus, dass man dann halt wohl genauer sieht, was ist eine Bergbaustation, was ist eine Station für pharmazeutische Sachen, was ist eine Station für irgendwelchen Biokrautgelumpe. So in der Richtung, dass man halt sieht, wo wird irgendwie Nahrung angebaut oder so. Also das hatten wir schon mal irgendwie gesehen in einer der ersten Beta-Folgen, dass es da teilweise ein bisschen anders aussah. Das hat mir gut gefallen. Die nächste Folge werde ich wahrscheinlich nochmal vom Beta-Server machen. Kommt drauf an, ob die heute aktiv sind, wenn jetzt gerade die Folge kommt. Oder ob vielleicht schon das Update aufgespielt wird, dann wäre es auch egal, dann könnten wir das auch so machen. Wenn nicht, gäbe es da noch eine Sache, die ich euch ganz gerne zeigen würde. Das fand ich sehr nett. Aber da umkreist uns jemand, der will uns doch nicht etwa abfangen. Oh, wir können schon ziemlich zeitig reindroppen hier in die... Komm schon. Jetzt kommt er von hinten. Jetzt ist er hinter uns, aber er müsste theoretisch noch umdrehen. Hehehe, super. Ah, der umkreist uns so ein bisschen. Entweder er checkt es nicht mit der Station oder mit uns. Ich vermute, der wollte uns vielleicht abfangen. Als wir nämlich die Reise hierher angetreten sind, noch in der abgeschmierten Aufnahme, da sind wir ein System weit gesprungen. Da meinte einer, da ist ja der Typ mit der fetten Beute. Wir hatten genau diese Sachen hier im Inventar. Da war nicht viel mit fetter Beute. Guck mal, da hinten oben schwebt der Planet, der Gasriese. Recht unscheinbar sogar. Huch. Huch. So, ja geil. Dann rückt man das Coltan raus. Da können wir vielleicht gleich ein bisschen mehr mitnehmen. Da packen wir uns den Frachtraum zu. Da machen wir so noch ein klein bisschen Profit. Warenmarkt. Ja. Da packen wir uns den Frachtraum nicht voll. Es gibt bloß 47. Ist egal, die kaufe ich jetzt aber alle. Warte mal, vielleicht gibt es ja noch was anderes, wenn die Minerale dort brauchen. Bertrandit. Coltan, das haben wir. Gallit eventuell. Dass wir damit noch ein bisschen... Komm, da packen wir uns das mal noch voll. Handeln wir das sogar noch ein kleines bisschen für den Rückweg. Und wieder zurück. Das war schon super. Das war Quatsch. Moment. Also manchmal...
So, gab noch mal einen kleinen Cut und weiter geht's. Tja, da hätten wir da schon mal noch so eine FSA-Datenausnahme. Vielleicht gibt es dann ja noch mal ein paar Missionen. Entweder so, dass wir halt noch mal ein paar Missionen machen, wo wir die auch bekommen. Vielleicht sogar noch mal ein paar von den chemischen Manipulatoren dazu, dass wir da noch ein paar mehr haben, um dann einfach vielleicht doch das ein oder andere Mal, wenn es gerade wirklich sehr schlecht läuft mit dem Auswürfeln, das nochmal machen. Wie gesagt, auch für die Korvette hätte ich das dringend gern, diese Sprungreichweite von, was hat die, 13 Lichtjahre oder so. Die ist wirklich ein bisschen miserabel. Aber irgendwann kriegen wir das auch hin. Wir machen das schön in Ruhe, übereilen hier nichts. So, ach hier, war es gar nicht so weit bis zur Steiner Plattform, 113 Lichtsekunden. Und ab dafür. Garden Vision klingt auch gut. Wie viel muss man Frontier löhnen, damit man eine eigene kleine Basis bekommt? An Ingame Credits? Oder 1000 Folgen aufnehmen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sowas vielleicht irgendwann mal möglich sein wird. Man kann zwar diese mit so einer meiner Fraktion die Station übernehmen, so wie es in Toluku aktuell der Fall, aktuellster Fall für meine Begriffe jetzt, von den Explorern der Fall war. Toluku übernommen, dann jetzt die Nachbarsysteme. Alles friedlich, natürlich, bis auf die paar Kriegszonen, die es dann dort gab. Und aber ob es dann irgendwann vielleicht später selber möglich wird, eine Station zu bauen, oder derzeit wird das ja so realisiert, dass es als Community-Event gilt, wenn irgendwo was gebraucht wird, stationstechnisch, dass da Materialien hingeliefert werden sollen. Aber das halt vielleicht Fraktion oder selber irgendwann mal. Es wäre halt nicht schlecht, ne? Dass es instanzmäßig irgendwo auf dem Planeten oder einer Station, dass man dann selber irgendwo für sich ein bisschen was kaufen könnte für meinetwegen eine ganze Menge Geld. Und dass man halt irgendwo einen schönen Lagerplatz hat. Das ist ihr Hauptanliegen. Gerade halt für die Geschichten hier. Denn das Ding ist, wenn ich jetzt von den Sachen, die wir für Rang 5 Upgrade brauchen, welche gekauft hätte und ich hätte dann, oder hab das vielleicht auch vor, kommt drauf an, ob wir jetzt nochmal so ein paar FSA-Datenausnahmen finden oder bekommen für Missionsbelohnung, wäre ich nämlich nochmal in die Founders World geflogen, hätte dort die Diamondback Explorer, falls die dort nur rumsteht, das weiß ich jetzt gar nicht, aktiviert und dann nochmal halt so ein paar Sachen gescannt, so ein paar hochenergetische Sogwolken. Das Ding ist nur, die hätte halt keinen Frachtplatz dafür gehabt, dass ich die mit übernehmen kann. Dann hätte ich die erstmal wieder verkaufen müssen und hin und her. Das wäre halt ganz geil, ne? Wenn dann irgendwie Sachen eingelagert werden könnten an Waren. Naja, mit den Modulen, das haben sie ja jetzt mittlerweile, finde ich gar nicht so notwendig. Ist natürlich jetzt super durch die Ingenieure, das lohnt sich dann, oder ist dann schon eher wieder ein bisschen sinnvoller, dass das dazu gekommen ist. Aber ja, ist ein schöner Zusatz, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber gut, wenn man mal ein Schiff verkauft, was ingenieurstechnisch gepimpt ist, lagert man sich die Sachen halt einfach so lange ein. So, aber so ein Warnlager, es muss ja nicht unendlich groß sein, das wäre ja auch Quatsch. Aber so ein bisschen. So. Okay, dann erstmal schwarzes Brett. Geben wir die Sachen erstmal ab, den Rest verkaufen wir dann hier. Mal gucken, was da an Profit bei rauskommt. Bitte warten. Kennen wir aus der letzten Folge. Bloß dann kam nichts. Ich hatte es danach nochmal probiert. Ich bin dann, wie gesagt, nicht weitergeflogen. Aber da kam dann immer noch nichts. Vielleicht geht es nachher, wenn ich nochmal reinsteige in die andere. Ach, komm schon. Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Warte mal, jetzt möchte ich mal was gucken. Ich betrete mal ganz kurz den Hangar, dann versuchen wir es nochmal in der Zeit. Hier, komm, ich habe aufgetankt bei euch. Das Spiel trollt nicht. Du fliegst ewig hier rum, um Coltan zu finden. Einen halben Tag hat es gedauert. Und jetzt kann ich es nicht abgeben. Ich brauche das Zeug aber.
Komm schon. Ja, super. 27 Einheiten Coltan. Was kriegen wir denn dafür eigentlich? 142.000. Oh. Ja. Gern geschehen. Ich bedanke mich. Ich hoffe, wir haben das Zeug auch bekommen, weil hier steht das jetzt nämlich gerade nicht. Ach so, warte mal, das sehe ich ja. Sehe ich ja bloß hier. Ja, genau. Zwei. FSA-Datencatch-Ausnahmen. Super. So, und was ich jetzt nochmal ganz kurz schauen wollte, wegen der ASP. Das ist ja hier die ASP. Ach, jetzt kann ich ja wieder. Okay, das ist egal. Dann machen wir es halt hier im. Ist nicht so schlimm in der Ausrüstung. Jetzt frage ich mich. Der hat tatsächlich die goldene Lackierung drauf, wie ihr das schon mal geschrieben habt. Ich frage mich, woher ich die hab. Oder wann ich die dort angebracht habe. Oder hatte ich sie einfach selbst vergolden lassen? Das ist das Zahngold, was immer in den Werbungen irgendwo abgegeben wird. Klebt jetzt hier an der ASP dran. Ja gut, okay, gut. Da hat sich dieser Mythos auch geklärt. Rund um Elite Dangerous und mir. Mich. So, gut, da war es das für heute. War ein bisschen länger. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ein bisschen viel gequatscht wieder. Und morgen schauen wir nochmal in die Beta 2.2 rein. Es sei denn, es ist eventuell gerade Mittwochs-Patch-Tag. Dann muss ich mal schauen, wie ich es mache. Aber das kriegen wir alles hin. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.